leichter Grünstich färbt das Gebälk. Und warum er das tut, ich weiß es auch nicht. Und vor allem färbt er auch den Sand hier. Oder soll es Kies sein? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es auch Kies mit Sand vermischt. In einem ganz bestimmten Verhältnis, in einer ganz bestimmten Menge. Das weiß man alles nicht, Leute. Okay. Was ich allerdings dafür weiß, ist, dass wir wieder dabei sind bei Tomb Raider 4. In der Stadt der Toten. Das ist die zweite Folge der aktuellen Session, wenn ihr das hier seht. Und diese Platte sah auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verlockend aus, aber... Moment. Aber... auch nur auf den ersten Blick, denn auf den zweiten Blick kommen wir hier, glaube ich, nicht so recht sinnvoll irgendwo hin. Tja, das letzte Mal, in der letzten Folge, da haben wir so einige Mysterien vor uns gehabt, die sich zum Teil aber aufgeklärt haben. Das nächste Mysterium liegt jetzt hier vor uns, ein relativ großes Treppenhaus. Und zudem die Tatsache, dass unser Gefährt immer noch weg ist. Das sehe ich von hier, dass das nichts wird. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter hoch. Das kriegt sie nicht hin, dass er dann da drauf springt, verdammt. Da hinten ist bestimmt irgendwas. Wie kommt man denn da hin? Moment, kann man da vielleicht... Ah! Na, das war zu spät. Ich versuch's nochmal. Nee. Ich lasse das erstmal. Es ist eine interessante Architektur hier, aber so ganz schlau werde ich da momentan generell nicht so draus. Also in der letzten Folge ging es ja dann einigermaßen, aber hier? Ich weiß ja nicht. Das ist alles so komisch verschachtelt und das sollten wir, glaube ich, mit unserem Moped machen. Ja. Was wir aber leider gerade nicht hier haben. Okay, wo kommt man hier? Ach, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Ja. Das tut mir eh nichts. Der hat jetzt wieder automatisch drauf gezielt. Und jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir schon hier waren. Ich glaube ja. Ja, unser Moped ist ja hier unten. Na? Wir sind ja auf den Boden drauf gefahren. Moment, kann man sich da herhangeln? Nee, sah so von unten aus. Aber es wird ja auch nicht viel bringen. Hier unten steht unser Moped. Ich würde sagen, da steige ich jetzt erstmal wieder auf. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hier rauskriege. Lara, du sollst da drauf steigen. Lara! Hallo? Hey! Warum will sie jetzt nicht auf das Moped? Ach, ich muss da direkt neben stehen. Ah ja. Okay. Ja.
ist die Frage, wie kommen wir mit dem Moped dahin, wo ich hin möchte? Also in dieses Treppenhaus. Ich fahre erstmal weiter. Wow. Fuck. Oh, ey, ich habe mich schon wieder halb erschrocken hier. Schauen, wo diese Scheißanlage ist hier. Ich bin hier nur wieder am Fluchen, ich merke schon. Da oben. Okay. Aber von hier da drauf ballern bringt noch nicht viel. Boah! Ich versuch mal. Den kann ich noch. Den kann ich noch. Der ist zu. Der ist zu viel. Alles klar. Gut dann. Hoppala. Bringt das was, wenn ich das mache? Nee, ne? Nicht wirklich. Kann ich den. Oh, Hilfe. Musste ich gerade niesen. Tut mir leid. Oh. Ich weiß nicht, habe ich in der Aufnahme schon mal geniest? Gute Frage. Versuch jetzt. Nein. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich doch. Das wollte ich doch ja nicht. Trenne. So. Kombiniere. Armbrust. Ausrasten. So. Explosions. Bringt das was? Nein. Lara, du kriegst es in den Rücken. Das kannst du knicken. Toll, von hier sieht man es überhaupt nicht. Ja, ich habe, wenn man so will, jetzt einen Medipack verplempert. Okay. Aber das passt schon. So ganz. Schlau werde ich hier raus gerade nicht. Lara! Hallo? Hey, ich stand hinter dem Stein, du olles Viech. Wie kommt man denn von hier? Ich versuche jetzt gerade mal was anderes. So, hier sind wir ja. Da ist die Tür. Ach, ich bin doch auch ein. Ja. Ich finde das super, dass hier immer noch der Rauch ist. Okay. Ja, dann ist ja logisch, wie wir da hinkommen. Bäm, über die Rampe gesprungen. Ist sie nicht gut, unsere Lara? Ja, das ist sie. Dann weiß ich auch, wie wir das hinkriegen. Dann hätte ich einfach zurückfahren müssen. Ich habe mir wieder nicht dran gedacht, verdammt. So. Alles klar.
Nein, nein, nein. Oh, Lara. Puh. Nein. Man konnte, glaube ich, auch irgendwie Nitro einschalten. Weiß nicht mehr genau. Mal eben schauen, wo wir hier sind. Okay. Also es gibt jetzt hier scheinbar mehrere Ach. Mehrere Stellen. Na. Ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wenn man sich hinkniet bei Fledermäusen, schaden die einem nicht so viel. Nur jetzt haut ab. Ich möchte euch nicht umbringen. Komm, geht weg. Geht weg. Hab das jetzt. So. Tut mir ja sorry, aber das ging jetzt nicht anders. Also, okay, hier kommen wir. Ja, hier kommen wir theoretisch gesehen auch hoch. Dann fahren wir da mal her, würde ich sagen. Auf jeden Fall haben wir jetzt gesehen, dass im Treppenhaus, so nenne ich es jetzt einfach mal, ein Stein hochgefahren wurde. Oder, ich weiß nicht. Ich bin gerade überlegen, aber andererseits, naja, wir kommen ja auch nicht zurück. Okay, dann hat sich die Frage erübrigt. Wir wären ja auch nicht wieder hierhin gekommen ohne das Moped, von daher. Ja, das war gerade eine unrealistische Überlegung von mir. Ah ja. Man muss das genau gleichzeitig drücken. Die Sprungtaste. In diesem Fall die Leertaste und die Kreistaste. Ach, die Kreistaste. Was setze ich denn hier wieder für einen Schmarrn? Sprungtaste und die Dingenstaste. Die Pfeiltaste. Hi, Lara. Ja, ja, jetzt kommen wir hier hoch. Alles klar. Wir können sogar aufrecht stehen. Solange das Ding kaputt ist, sollte das auch gerne kaputt bleiben. Ich habe hier, also das größte Problem bei mir, was dieses Areal hier angeht, dieses Level generell, ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Also ich habe hier keinen richtigen Durchblick, was wo als erstes gemacht werden muss und... Die Tür ist zu. Die will sie auch wieder nicht aufmachen. Hä? Ich kapiere das nicht so ganz. Soll ich hier irgendwas mitmachen? Nö. Ach, übrigens, hier liegt ein Medipack. Oder? Nee, Munition. Nee, das wollte ich eigentlich nicht sagen, aber. Natürlich gilt auch für dieses Let's Play und für dieses Level insbesondere, wenn ich irgendwo wirklich selber nicht weiterkomme, dann werde ich das nachschauen, weil ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, hier 20 Parts zu vergeuden, bis ich einen Weg finde. Ich werde natürlich erstmal gucken, so wie ich das jetzt hier auch gerade mache, ob man irgendwas machen kann oder so, aber das ist hier nicht der Fall.
Schauen, wo man rauskommt. Ach, das ich war, ich weiß, wo ich rauskomme. Alles klar. Das hier unten. Wenn wir uns jetzt hier runterlassen. Genau. Landen wir auf diesem Dingens drauf. Jetzt möchte ich doch nochmal eben gucken, ob ich hier unten war oder nicht. Ich meine, hier wäre ich gewesen. Oder? Ja, doch, 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 doch. Ich glaube schon. Was mir war allerdings immer noch nicht viel bringt. Muss ich sagen. Also irgendwas brauchen wir ja scheinbar noch, damit wir da hinten den Schalter, beziehungsweise wir brauchen einen Schalter, damit wir die Tür bestätigen. Ja, genau. Ich bestätige auch hier gleich was. Nämlich, dass ich hier überhaupt keinen blassen Dunst habe, was ich hier mache. Ich finde das ein bisschen verfranst. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, dieses Level, aber ich finde es etwas verfranst, muss ich sagen. Ich glaube, ich werde nochmal hier hinten wieder hingehen. Es hat auch nicht wirklich viel Sinn, vermute ich jetzt mal. Wenn wir, hier oben kann man hin, sah zumindest so aus. Wenn wir ohne unser Moped den Weg da hinten weiterfahren, wo diese Selbstschussanlage war. Ich nuschel hier schon. Selbstschussanlage, verdammt nochmal. Ich sollte echt nach diesem Video aufhören für heute. Das schafft mich schon wieder hier, das Spiel. Also wie gesagt, seid mir nicht böse, falls ich nach diesem Video mal irgendwann nachschaue, wie es denn genau weitergeht, weil ich habe echt keine Lust hier, 20 Parts in so einem Video zu hängen. Aber hier komme ich ja mit dem Moped so an sich nicht drauf. Selbst wenn, da ist ja nochmal eine Kante, da würde ich auch nicht drüber kommen. Kann man hier? Wie kann man hier wieder raus? Ich verstehe irgendwie. So ganz kapieren muss ich das jetzt nicht, ne? Weil gerade ist echt so eine Stelle. Gerade ist echt so eine Stelle, da könnte ich einfach mal wieder sterben. Nein, da ist gerade so eine Stelle, wo ich nicht so wirklich weiter weiß, weil ich irgendwas scheinbar übersehen habe oder irgendwas. Ich weiß nicht. Irgendwo vielleicht schon war, wo ich noch nicht sein sollte. Zum Beispiel da oben mit der Tür, die wir nicht aufkriegen. Ja, nur jetzt geh doch runter. Hä? Ey, ich möchte hier gerne runter. Oh, die Frau bringt mich zur Weißglut. Ja gut, liebe Leute, haben wir wieder was gelernt, nämlich, dass ich überhaupt keinen minimalen Schimmer habe, wie es hier, warum, wo weitergeht, wie das alles hier miteinander zusammenhängt, warum die Stadt tot ist und überhaupt. Das hat bestimmt mit dem Seetfluch zu tun. Werner hat seine Flossen im Spiel, da bin ich von überzeugt. Aber das bringt uns auch nicht weiter. Ich glaube, ich werde einfach mal nachschauen, wie man hier denn weiterkommt. Wie gesagt, da ich nicht wirklich Lust habe, 20 Folgen oder ähnlich geartete Ausmaße
hier zu verbringen, wenn es denn auch schneller gehen könnte. Und ich glaube, das wollte ich auch nicht. Zumal ich dann irgendwann auch nichts mehr zu erzählen hätte. Und ja. Man munkelt ja schon, ob ich so überhaupt was zu erzählen habe. Aber das ist eine andere Sache. Ich finde schon. So mehr oder weniger. Und jetzt beende ich auch die Folge, bevor ich euch wieder weiter zusülze und damit auch diese Session. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Dave. Und recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.